Herzlich willkommen zum virtuellen Meet and Greet 2.0 powered bei der Mercedes-Benz Bank. Ein ganz besonderes Meet and Greet. Wir haben einen der Matchwinner da, Superman auf Instagram, Borna Sosa, unsere Nummer 24, Flankengott. Ihr könnt gleich noch weitere Superlative verwenden. Auf Kickbase gab es 181 Punkte für deine Leistung und ich glaube, wir sind alle noch ganz beseelt von dem, ja, von dem Sieg vom 3:2 gegen Borussia Mönchengladbach. Von daher freuen wir uns sehr, dass ihr dabei seid. Herzlichen Glückwunsch und ich würde sagen, am Weltfrauentag starten wir mit den Ladies, Sandra, Andrea. Eure Frage gerne an Borna. Okay, also mich würde mal interessieren, wie war das denn für euch, dass ihr jetzt so lange ohne Zuschauer spielen musstet? Und macht es für euch wirklich so einen großen Unterschied, also wenn Zuschauer wieder dabei sind? Ja, für uns war ein bisschen schwer, ohne Zuschauer zu spielen, weil die Gefühl ist dann wie Training, also nicht wie ein Spiel. Und wann wir haben hier 60.000 normalerweise Zuschauer in die letzten Jahre. Also das ist für uns ganz, ganz wichtig. Und wir haben gesehen, jetzt in dem letzten Spiel mit 25.000 ist super Gefühl. Also ich kann nicht, ich habe vergessen, wie es sieht mit 60.000 jetzt, aber wir haben gegen Augsburg volles Stadion und für uns ist, ich habe gesagt, sehr, sehr wichtig, weil das ist Luft in unsere Back. Wenn wir haben diese Result 0-2 jetzt gehabt, ohne Zuschauer, ich denke, das ist nicht so leicht zu gewinnen, das Spiel. Sehr gut. Ja, Marco, wie hast du es erlebt? Und vielleicht dann auch deine Frage an Borna. Ich habe jetzt noch eine Frage vom Kollegen. Der hat gefragt, wie du deine Haare immer so gut hinbekommst. Ich denke, das jetzt ist nicht so gut, weil ich habe geduscht. Aber nur Genetik. Ich mache absolut nichts mit meinen Haaren. Also ich habe kein Gel oder Spray. Also ich mache absolut gar nichts. Total naturell. Aber du merkst, die Komplimente reißen nicht ab. Flankengott, Superman, ja. Du hast die Haare schön. Also heute ist wirklich alles dabei. Vielleicht habt ihr auch noch ein Kompliment, Markus, und auch noch eine Frage am Start. Also Kompliment, definitiv. Irgendwie, ich weiß nicht, ob das an der Linksverteidigerposition liegt. Oft ist so, dass die Linksverteidiger meine Lieblingsspieler sind beim VfB. Und Borna, du hast auch eine Regisseur. Danke, danke schön. Aber nicht abheben, nicht abheben. Nein, natürlich, ja. Nein. Und die Frage kommt von meiner Verlobten. Warte, was war die Frage? Die Frage war, wer am längsten beim Duschen braucht. Also, ne, was ist die Frage? Ich habe nicht verstanden. Wer am längsten beim Duschen braucht. Aha, wer am längsten. Vielleicht Anton, ich denke Anton, weil, oder Erik Tommy, weil Erik Tommy macht komplett alles mit Shampoo, ganze Körper und ich denke, dass er braucht eine halbe Stunde oder so, ja, Erik. Meine Frage ist, kannst du kochen? Und wie ernährst du dich? Ich kann, meine Meinung ist, dass ich kann sehr gut kochen, aber weil ich bin 80% Zeit alleine hier in Stuttgart, also und jeden Tag ich mache etwas, also nicht kompliziert, nicht viel kompliziert, aber für mich ist gut, weißt du. Also meine Meinung ist, dass ich kann gut kochen, aber wenn du fragst meine Mutter, dann sie sagen, dass sie kann besser. Wir haben einen neuen Fan. Ja, Sascha, wir freuen uns sehr, dass du auch das Meet and Greet gewonnen hast. Du warst ja ganz heiß, auch den Termin heute mit Borna zu gewinnen. Und dann vielleicht natürlich auch deine Frage an Borna. Ja, ich habe ja auch mitgespielt und habe auch gewonnen. Ich habe nur technische Probleme gehabt. Ich habe kein besseres Internet hier. Borna, in welches Café gehst du am liebsten in Stuttgart? In welches Café? Du hast gesagt zu mir, Mela Café ist gut, also ich finde auch sehr, sehr gut. Leon und Jolien, damit sind wir wieder bei euch.
Ja, also wann dann auch an beide, was ist dann euer schwäbisches Lieblingsessen? Ich weiß schon. Oh. Puh. Für mich ist es schwer zu sagen. Ich weiß, was Borna gerne essen würde. Ich glaube, Borna wird gerne so einen Zwiebelrostbraten. Isst gerne Zwiebelrostbraten, das kann ich mir vorstellen. Braten mag ich, ja. Mag ich mehr dann Maultaschen, muss ich sagen. Okay, ich hätte auch Maultaschen gesagt. Und? So richtig gute Maultaschen. Also, unser Zeugwart redet jeden Tag davon, dass es jeden Tag hier geben sollte. Dann wird man auch besser spielen. Aber er ist richtig schwäbisch. Also, dass sich Sascha auch noch nach Trainingsschluss Zeit nimmt, in so einen Call zu gehen, das zeigt, welche besondere ihr Verbindung habt. Daher auch nochmal danke an dich, Sascha. Ich weiß nicht, du bist ja auch mal sehr wortgewandt. Willst du auch nochmal vielleicht zum Abschluss ein, zwei Sätze loswerden? Wann er halt Signal. Genau, er hat kein Signal mehr. Er ist vielleicht sogar auf dem Weg zu uns. Das schauen wir mal. Vielleicht kommt er jetzt gerade gleich noch rein. Er kommt vielleicht. Dann können wir hier gleich. Genau, da geht die Tür auf. Dann könnt ihr ihn jetzt hier gleich. Sascha, die Frage war noch, ob du auch noch zum Abschluss zwei, drei jetzt Sätze hab hast. Jetzt habe ich WLAN. Guten Tag. Servus. Sascha, die Frage an dich, hast du vielleicht zum Abschluss auch noch zwei, drei Sätze für die Fans? Du bist immer so wortgewandt in Interviews und magst vielleicht auch zum Abschluss noch was an die Fans richten. Na, also ich würde einfach nur Danke sagen, dass ihr da seid für uns und dass ihr uns tatkräftig unterstützt und ihr seid ein Riesenteil von uns. Und deswegen wollte ich mich einfach nur bedanken und ich hoffe, dass ihr immer uns zahlreich unterstützt und ja, also mehr soll ich auch dazu nicht sagen. Also ich hoffe halt, dass wir das packen da diese Saison noch, aber wir geben alles dafür. Also uns im Duo könnt ihr euch immer darauf verlassen, dass wir Gas geben werden.